wieder. Muss nähen spät und früh. Die Reichen knausern leider und wollen zahlen nie. Nun ist die Not beendet, mach bald den letzten Stich. Der König Gold mir spendet und ich kann freuen mich. Hörst du, Pieps? Gleich habe ich den letzten Gürtel für des Königs Diener gestickt. Und dann kommt der Kammerherr und bringt mir viel Geld dafür. Seh sich einer den Faulpelz an! Die Sonne steht schon am Himmel und er lässt den allergnädigsten König warten. Einfach warten. Weiß er nicht, dass die Prinzessin heute Geburtstag hat und jedermann im Land sein bestes Gewand anlegen muss? Aber Herr Kammerherr... Was? Er wagt mir, dem königlichen Kammerherrn, zu widersprechen? Hey, Diener! Gnädiger Herr! Nehmt die fertigen Gürtel. Den letzten mag er zur Erinnerung behalten. Aber Herr Kammerherr, wo bleibt denn mein Lohn? Ihr verspracht mir doch... Kapalapap! Sei er froh, dass ihm nichts Schlimmeres widerfährt. Aber das geht doch nicht! Schreit er endlich! Wenn er Hunger hat, dann brate er seinen Vogel. Für einen Schneider gerade die rechte Mahlzeit. Siehst du, Pieps, wieder vergebens gefreut. Herein, wenn es kein Schneider ist. Ach, diese Treppen. Nein, diese Treppen. Du hast mich für heute bestellt, Schneider. Was soll's sein? Eine schöne Torte? Pfannkuchen? Ach, gute Frau, ich möchte schon beides, aber ich kann nicht. Der König, der wollte mir heute meinen Lohn bringen. Aber der Kammerherr und seine Diener nahmen mir die Arbeit fort... Und außer Schmähreden ließen sie keinen Heller hier. Ja, so geht's uns armen Leuten immer. Da, ein wenig Mus will ich dir schenken. Mehr habe ich selbst nicht übrig. Lass es dir schmecken. Hm? Dank dir, gute Frau. Gut Mus fein! Der Schneider zauderte nicht lange, griff zu und strich sich ein Musbrot. Doch ehe er noch recht fertig damit war, setzten sich die Fliegen in dichten Scharen darauf. Wütend nahm er seine Elle und schlug zu. Ach, wie viele habe ich da erlegt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7! 7 Stück! 7 auf einen Streich. Och, das muss alle Welt erfahren, was ich für einer bin. Aber wie? Halt, ich hab's. Da liegt ja noch der halbfertige Gürtel. Der soll mir dienen, ist erst das Rechte draufgeschrieben. So, Pieps, und jetzt gehe ich zum König und fordere meinen Lohn. Denn heute zur Geburtstagsfeier wird er sicher guter Laune sein. Und du, mein kleiner Freund, kommst mit. Du sollst auch sehen, wie es bei feinen Leuten zugeht. Als der Schneider mit dem Vogel in der Tasche und einem alten Käse als Wegzierung die Tür zu des Königs Thronsaal leise öffnete, hörte er scheltende Stimmen. Die schöne Tochter, ganz verbrannt. Und der König hat es selbst verbrochen. Also dieser nichtsnutzige Schlingel von einem Küchenjungen, mein König, der war es. Ich hatte ihm aufgetragen, auf die schöne Tochter, für die noch schönere Prinzessin Acht zu geben. Doch... Ach, dass der Donner dreinschlüge. Herr König, ich war gar nicht in der Küche. Still, du Grabzeug! Majestät, solches Pack lügt und stiehlt, wo es nur kann. Glaubt mir, er war's. Ich bin unschuldig. So hört nun unseren allergnädigsten Willen. Oberküchenmeister? Mein König. Ihr backt sofort eine neue, noch prächtigere Torte.
Jawohl, mein König. Und der Küchenjunge? Ja? Ja, wird in den Wald verbannt, in dem das große Wildschwein haust. Aber Vater, das wilde Tier wird ihn töten. Still, mein Liebling. Was kümmert dich ein Küchenjunge? Ein weiser König. Ein kluger Herr. Na, Pieps, hier scheinen ja muntere Sitten zu herrschen. Aber gehen wir nur näher heran. Auch ein König kann uns nicht verschlucken. Herr König, Prinzessin, ich möchte euch meine Aufwartung machen. Und um Gerechtigkeit... Seht doch, seht seinen Gürtel. Ein Held. Sieben auf einen Streich. Hurra. Bravo! Willkommen, wackerer Held. Wer bist du und was führt dich zu uns? Dein Anblick ist Trost für meine alten Augen. Na, du wirst dich wundern. Herr König, ich arbeitete manchen Tag und manche Nacht für euch. Doch eure Diener prellten mich um den ehrlich verdienten Lohn. Lasst Gerechtigkeit in eurem Lande walten. So, so. Der Held will uns nicht dienen. Er zweifelt an unserer väterlichen Güte. Oh, ich könnte ihn in den finstersten Turm dafür werfen lassen. Aber ich will gnädig sein, weil die Prinzessin heute Geburtstag hat. Ich stelle dir zwei Aufgaben. Lass mich mal nachdenken. Ja, löst du sie, dann sollst du hinfort König sein und ich werde dann in Ruhe meine Torte essen und viel schlafen können. Höre also zu. Im ersten Wald hausen zwei schreckliche Riesen. Die Angst vor ihnen raubt mir manche Nacht meinen königlichen Schlaf. Jage sie fort. Das ist sein Tod. Im zweiten Wald treibt ein Wildschwein sein Unwesen. Bringe es hinter Schloss und Riegel. Das kann nicht einmal ein Held vollbringen. Gnade, Herr Vater. Er wird elendiglich dabei umkommen. Gut, es geht. Ein Mann wie ich, der sieben auf einen Streich erschlug, der sollte mit solch lumpigen Kleinigkeiten nicht fertig werden? Na, das wäre ja gelacht. Der Schneider machte sich auf den Weg. Aber je näher er dem Wald kam, desto ängstlicher schlug ihm sein Schneiderherz. Hey, du Menschlein, was treibst du in unserem Wald? Ich? Ach, ich. Packe dich! Sonst will ich dich wie eine Laus zwischen den Fingern zerquetschen. Langsam, langsam. Könnt ihr nicht lesen? Seht, was auf meinem Gürtel steht. Solch ein Kerl bin ich. Sieben auf einen Streich? Du schwacher Wicht! Na, bitteschön. Lasst uns unsere Kräfte messen. Gut, hier. Diesen Stein drücke ich mit einer Hand zusammen. Hörst du, wie das Wasser tropft? Nichts leichter als das. Wo ist denn bloß der Käse? Ich nehme sogar einen viel kleineren Stein und werde mehr Wasser herausdrücken. Na? Nicht schlecht für den Anfang. Doch wer wirft von uns den Stein am höchsten? Du oder ich? Pass auf! Höher kannst du nicht. Mein Stein bleibt am Himmel und kehrt nie wieder zur Erde zurück. Ade, Pieps. Flieg fort und rette mir das Leben. Hau! Ah. Oh. Das hast du gut gelernt. Das war ein sauberes Stück Arbeit.
aber nun sind wir müde. Ja, komm, lass uns schlafen gehen. Morgen wollen wir weitermachen. Und wenn du verlierst, sollst du uns kennenlernen. Damit ließen sich die beiden Riesen erschöpft auf den Waldboden fallen und achteten misstrauisch darauf, ob sich auch der Schneider zu ihnen geselle. Als der Schneider merkte, dass sie fest schliefen, stand er auf, steckte beide Taschen voller Steine, kletterte auf einen Baum und ließ einen Stein nach dem anderen auf die Köpfe der Riesen fallen, zuerst die kleinen und dann die großen. Wer kitzelt mich da? Was weckst du mich? Ich will schlafen. Ich rate dir, Plum, lass diese Späße. Mokolakal, mich beschuldigst du und dabei schlägst du mich fortwährend. Nun habe ich aber genug. Da! Das ist für dich! Da! Und das ist für dich! Und die beiden Riesen fuhren fort, wütend aufeinander einzuschlagen. Dann trennten sie sich und gingen jeder in einer anderen Richtung davon. Auf Nimmerwiedersehen. Als das der Schneider gewahrte, kletterte er behende vom Baum und machte sich auf den Weg zum zweiten Wald, um das Wildschwein einzufangen und den Küchenjungen zu befreien. Wohl war ihm nicht dabei, aber er sang sich selber Mut zu. Potznadel, Zwirn und Scher, bei meiner Schneider er, dass jeder lesen kann es gleich, ich bin der Mann, der sieben erschlug, sieben auf einen Streich, ja, sieben auf einen Streich. Nicht zu hören. Vielleicht schläft das Wildschwein. Ach, herein und heraus. Na, jetzt gilt es, Schneider. Geschmied auf den nächsten Baum, wenn dir dein Leben lieb ist. Oh, aber das wütende Biest ist vielleicht imstande und nimmt den Baum als Vorspeise. Und dann wäre ich wohl an der Reihe. Na, Prost, Mahlzeit. Und dabei hat es bestimmt schon den armen Küchenjungen im Magen. Schnell, Freund, komm zu mir in das Häuschen hier links, gleich hinter der großen Eiche. Verwundert blickte sich der Schneider nach der unsichtbaren Stimme um. Dann setzte er an und machte mit seinen dünnen Schneiderbeinen einen gewaltigen Sprung, der ihn bis in die Hütte führte. Vor der Nase des Wildschweins schlug die Türe zu. Aufatmend suchte der Schneider seinen Retter und entdeckte den Küchenjungen. Nachdem er wieder zur Luft gekommen war, überlegte er, was zu tun sei. Hör zu, Küchenjunge, ich hab's. Wir locken das Wildschwein hier herein, springen flugs aus dem Fenster, ehe es unser habhaft wird, und schließen hinter ihm die Tür. Dann sind wir frei und es sitzt in der Falle. Gut, Schneider, aber wird uns das gelingen? Ach, lass mich nur machen. Komm schon, komm schon. Ein kleiner Stoß und du bist bei uns. So, du liebes Tierchen. Und jetzt bleibst du schön hier, bis wir wieder von uns hören lassen. Und jetzt, Herr König... Jetzt kommen wir zurück und du musst dein Wort einlösen. Da bin ich wieder, Herr König. Ich, der sieben erschlug, zwei Riesen verjagte und das Wildschwein einsperrte. Nun, seid ihr zufrieden? Ganz ordentlich. Jedoch... Und nun übergebt mir die Regierungsgeschäfte, wie ihr verspracht. Wohl, wohl. Nur leider, ein König braucht doch auch eine Frau. Wo hast du sie? Hier steht sie, Herr Vater. Was? Du? Ja, Herr Vater. Gebt mich dem tapferen Mann zur Frau. Der König musste, ob er wollte oder nicht, sein Versprechen einlösen. Denn er fürchtete sich vor dem Schneider. Der Schneider aber vergaß nie, wie es ihm einst ergangen war, und sorgte dafür, dass es allen Küchenjungen und Musfrauen gut ging. Musik.
Musik.